Es scheint, als würde Hogwarts Legacy zwei DLCs bekommen. Warum das Ganze und was das sein könnte in diesem Video, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Fragnati, dreht sich alles rund um Open-World-Rollenspiele wie Hogwarts Legacy. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Und ja, so kurz nach Release gibt es schon die Meldung, ja, es könnten DLCs kommen. Denn das Ganze geht aus Spieledateien hervor. Wir sprechen darüber, was es genau war, was da passieren könnte und ob das Sinn ergibt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, die wir Hogwarts Legacy bislang spielen. Es ist wirklich ein tolles Spiel, was richtig Spaß macht und wir wünschen uns eine Erweiterung. Also ich zumindest für meinen Teil wünsche mir das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Potenzial ist auf jeden Fall da. Und eine Sache ist bereits jetzt von den Leuten unglaublich gefragt, nämlich ein Quidditch-DLC. Und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, wenn ich sage, Hogwarts Legacy hätte definitiv Quidditch verdient als Feature. Ich muss sagen, den Besenflug finde ich etwas tricky. Es ist nicht super intuitiv für mich. Bin aber auch kein Drohnenpilot jetzt. Vielleicht fällt denen das leichter von der Steuerung her. Aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Und vielleicht auch als eine Form von Multiplayer-Game. Das wäre doch eine ziemlich lustige Sache, wenn wir dann gemeinsam im Stream zum Beispiel eben Multiplayer Quidditch zocken können. Falls ihr mir übrigens noch nicht auf Instagram folgt, dann holt das gerne nochmal nach. Da kündige ich im Übrigen Streams an. Also einfach Instagram unten in der Videobeschreibung von mir raussuchen. Ich habe euch ja Leaks versprochen und tatsächlich ist es soweit, dass bereits in der ersten Woche am PC Spieledateien rausgesucht wurden. Die Spieledateien wurden durchforstet und es wurde etwas gefunden, nämlich ein Screenshot, der ist im Netz aufgetaucht. Ich werde ihn euch jetzt nicht einblenden, einfach ja, weil Warner das Ganze sonst löschen könnte. Es wäre ein Grund, so ein Bild zu zeigen. Und dann ist das Video offline und meine Existenz als Content Creator gefährdet. Deswegen mache ich das nicht. Aber vertraut mir, ich sage euch den Inhalt des Ganzen. Denn da stehen diverse DLCs drauf, unter anderem mit ja, der Größe der Dateien. Und dann haben wir aber zwei Dateien ohne Dateigröße. Da steht dann No Size. Das heißt, es könnte sein, dass wir schon zwei weitere DLCs im Anlauf haben. Man muss jetzt eins sagen und deswegen bin ich hier auch auf dem Testral unterwegs. Ja, das ist schon ein DLC. Und auch zum Beispiel das Dunkle Künste-Paket ist ein DLC, was ihr hier übrigens ja von Anfang an benutzen könnt für euch. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr eben das Ganze transmogrifizieren, wie ihr lustig seid. Und die Dunklen Künste, die sehen eben so aus. Bedeutet, es könnte sein, dass es sich bei dieser Datei um vielleicht etwas Kosmetisches handelt, wie dieses Trestal-Reittier, eine Arena für alle, eventuell eine neue Quest für alle kostenlos oder aber auch nur ein Outfit. Das ist alles im Rahmen des Möglichen. Aber es ist natürlich auch möglich, dass es sich dabei um ein Quidditch-DLC handelt, woran jetzt schon gearbeitet wird. Denn seien wir mal ehrlich, der Erfolg des Spiels war absehbar. Dass er so krank ist, das haben vielleicht nicht alle gedacht, aber im Grunde war es absehbar, dass dieses Spiel echt erfolgreich sein wird. Und das Potenzial für ein DLC ist dann auch gegeben. Ich denke, ihr wisst alle, was ein DLC ist, auch wenn jetzt super viele Non-Gamer quasi in den Gaming-Markt kommen und das erste Mal halt eben Hogwarts zocken. Aber es heißt grundsätzlich Downloadable Content, das heißt Inhalte zum Runterladen. Ob das jetzt was kostet, das ist überhaupt mal dahingestellt. Bei Quidditch würde ich sagen, ja, das wird schon was kosten. Bei etwas kleineren Inhalten dann vielleicht nicht. Und ich muss sagen, es macht schon Spaß, auf dem Testral hier rumzufliegen. Auch wenn der Besen deutlich schneller und agiler ist, hat das nochmal eine ganz andere Form von Magic. Also vielleicht sind solche DLCs schon bereits geplant. Das ist durchaus denkbar. Und übrigens zum Merlin-Umhang wurde jetzt gesagt, das wird nochmal kommen, denn viele hatten technische Probleme damit auf Twitch. Wir haben ja auch aktuell Twitch-Drops. Das heißt, wenn ihr Inhalte für Hogwarts Legacy kostenlos haben wollt, findet ihr die bei mir auf Twitch immer. Und dieser Merlin-Umhang, da gab es technische Probleme, den wird es jetzt demnächst nochmal geben. In irgendwelcher Form, wie das geregelt wird, da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Habt ihr eigentlich schon mal hier die Map so komplett rausgezoomt, dass ihr ja wirklich auch ja die Gegnerstufen seht und natürlich auch nochmal ja, die einzelnen Objectives, was es noch zu tun gibt? Ich finde das ziemlich praktisch und das wusste ich am Anfang gar nicht, dass man so weit rauszoomen kann. Dann kann man sich wirklich Gebiet für Gebiet hier eben raussuchen und okay, sagen, alles klar, das mache ich zuerst, zum Beispiel die Region südlich von Hogwarts. Mir fehlt noch so viel, ich bin schon recht weit, aber du musst die Open World an vielen Stellen gar nicht besuchen, sondern sie ist einfach da. Das ist ganz schön, weil es total optional ist. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass hier auf der Map ja noch super viel Platz ist. Also klar, hier ist vielleicht die Küste, aber man könnte hier halt noch richtig viel hinsetzen und das würde sich natürlich einbetten. Also meiner Meinung nach kann man hier wirklich noch sehr, sehr gut arbeiten und irgendwie
irgendwelche Gegenden einfach auf die Karte dazu klatschen. Klar, man muss es nicht mal auf diese Karte machen, man kann auch eine neue dazu erfinden oder bauen oder man zeigt noch andere Zauberschulen. Es gibt ja so viel Stoff, den man in einem DLC behandeln könnte. Man könnte einen Lehrer spielen oder auch in einem kommenden Hogwarts-Spiel. Ich würde es mega feiern, wenn wir jetzt wirklich eine Spieleserie haben von Hogwarts Games. Ja, in einem bist du vielleicht mal eine Lehrkraft, dann bist du ein Dementor und dann bist du doch irgendwie ein Auror. Alles super coole Sachen, denke ich mal. Im Übrigen warten wir aktuell noch auf das nächste Update von Hogwarts Legacy. Da halte ich euch auch drauf, auf dem Laufenden dazu. Aber aktuell gibt es da halt noch nichts zu. Das letzte Update war der Day One Patch und wir wissen ja, am PC läuft es vor allem echt nicht so gut. Ich persönlich spiele ja an der PlayStation mit dem Fidelity Mode. Aber ja, es wäre schon wünschenswert, dass alle das ganz gut spielen können. Und es macht mir so ein bisschen Angst, dass das Ganze dann jetzt im April für die PS4 rauskommt und die Xbox, wie hieß sie? One X oder so? Auf jeden Fall für die letzte Generation, denn seien wir mal ehrlich, dieses Spiel wird darauf nicht so gut laufen. Ich finde, jetzt auf der PlayStation läuft es echt in Ordnung. Mit Raytracing passt es auch. Ich sehe jetzt keine größeren Frame Drops. Ja, klar, beim Rundherum gucken ist das nicht unbedingt super flüssig, aber es passt schon. Last Gen würde ich da, ist nicht so optimal, würde ich einfach mal sagen. Ich freue mich, wenn ihr es dann zocken könnt auf der letzten Generation, aber empfehlen würde ich es leider nicht mehr. Da sind wir auch schon an dem Quidditch-Stadion. Ja, richtig schön, dass es hier ist, aber schade, dass der Professor Black einfach gesagt hat, nee, hier findet dieses Jahr mal so gar nichts statt. Das hätte ich mir wirklich gewünscht, dass wir hier dann eben aktiv sind und eine Runde Quidditch zocken können. Dem ist leider nicht so. Ja, ich finde auch, zum Raum der Wünsche hätte man wunderbar noch DLCs anbieten können. Hätte man verkaufen können sogar, aber schön, dass sie es nicht gemacht haben. Ich bin nur gespannt, ob das Ganze noch kommt. Ja, irgendwelche kosmetischen Packs für den Raum der Wünsche oder so. Oder ob man wirklich sagt, das Spiel ist ein Einzelspielerspiel, das ist jetzt fertig. Da bin ich sehr gespannt. Aber generell fände ich das schon okay, wenn hier mehr Content kommt. Bei guten Spielen bin ich immer dafür, dass man auch dann ja ruhig mal ein paar Euro mehr bezahlt dafür, dass das ein geiles Game ist und dass es das eben, ja, dass das Ganze fortgeführt wird. Das ist ja dann eine relativ schöne Sache, wie ich finde. So, lieber Jobba Knoll, du wirst auf jeden Fall hier nochmal schön gepflegt. Ja, ich muss sagen, Raum der Wünsche mit eins der coolsten Sachen hier in dem Game und es ist total süß, wenn dann die Tierchen zu dir ankommen und sich freuen, dass du da bist. Das ist immer legendär. Ja, da gibt es sogar frische Mondkalbfelle. Ja? Alle natürlich nur tierfreundlich bekommen, das ist klar, denn die freuen sich, hier zu sein. Zumindest erwecken sie den Eindruck, wenn man so einen Ball hier rauslässt. Fußball aus Leder. Sehr, sehr nice Sache. Ja, wenn ihr mögt, dann folgt mir, wie gesagt, gerne auf Instagram und auf Twitch. Auf Twitch gibt es aktuell Twitch-Drops für Hogwarts Legacy. Das heißt, ihr könnt da Ingame-Updates abschrauben. Haben auch schon ein paar tausend von euch gemacht. Und da seid ihr natürlich auch herzlich willkommen, weiter reinzuschneiden. Das Ganze gibt es noch für eine Woche ungefähr. Danach ist aber auch wirklich weg. Deswegen würde ich euch einladen, zum Beispiel morgen Abend um 20 Uhr am Start zu sein im Stream, damit ihr das Ganze nicht verpasst. Und ja, vielleicht auch ein bisschen früher. Eventuell machen wir 18 Uhr Hogwarts und um 20 Uhr nochmal was anderes. Schauen wir mal, was wird. Ich werde es auf jeden Fall auf Instagram ankündigen, wie es im Detail aussieht. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und sage bis später, euer Stefan. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao, Leute. Er braucht keinen Spell.